ein kleines Quickscope-Tutorial. Ich werde gleich erklären, wie das alles geht. Also Zweitcontroller ist Matthias noch dabei. Und nachher werden wir noch ein paar Quickscopes im entweder Privatmatch mit anderen Leuten oder halt online noch dazu reinmachen. Also ich spiele auf jeden Fall entweder mit der MSR. Also ich habe immer Wurfmesser, Taktik-Einstieg drin, Fingerfertigkeit und schnell ziehen ist halt wichtig. Und dann der dritte Perk ist eigentlich relativ egal. Oder die 118 kann man auch noch spielen. Ich habe einen Treffer und erweiterte Magazine in der Waffe drin. So, bleib mal stehen, Matthias. Also, wenn man dann so einen Gegner sieht, so, da muss man gucken, man hat ja hier das Fadenkreuz, die vier Punkte. Warte mal. Und man muss halt gucken, dass der genau da steht und dann bis der Bildschirm schwarz wird, so, und dann abdrücken. Auf jeden Fall, ich spiele mit einer 10er Empfindlichkeit und, ja, guck. Ach so, warte. Ja, soll man mal richtig machen, Matthias? Ja. Ja, gut. Ah, warte. Lass mich. Wie kommst du mit deiner Fähigkeit nicht klar? Oh fuck. So. Also, Paul hat viel zu sagen, ja. Wenn man es kann, sind immer so schwer. Alter, meine Fähigkeit steht immer noch nicht. Verdammt. So. Danach werden halt noch ein paar Clips folgen, die wir zusammengeschnitten haben, die ich einfach so mache später. Wenn ihr wissen wollt, wie man Battlefield Quickscoped, ist halt eben genauso, bloß es ist halt schwerer. Und wir machen darüber noch ein Video. Ja. Wo fick dich, du kleiner Hurensohn, Alter. Bin ich geflogen, ey. Also hier ist auch eine geile Position, da kann man halt darüber gucken. Oder man kann halt da hinten in den Spawn reingucken, in den Haushalt und.